Monaco. Eine ganz spezielle Strecke und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem Freitraining hier aus Monte Carlo. Hier wollen wir natürlich gerne Sieg Nummer 6 in Folge holen, wobei es in Baku und Spanien, beziehungsweise gerade in Baku sehr, sehr knapp war. Da hätten wir es fast nicht geschafft, aber wir haben es tatsächlich doch noch gegen Paris durchsetzen und dann das Ding gewinnen. Ja, und heute geht's weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, in Monaco mit dem nächsten Startkurs. Das Rennen, das wir letzte Saison gewonnen haben und das Rennen, das man als Formel 1 Fahrer immer mal immer irgendwie gewinnen möchte. So, jetzt geht's auf jeden Fall los. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Qualifying Regen. Das wird natürlich, das könnte das Qualifying durchaus durchaus auf jeden Fall ein bisschen durcheinander wirbeln. Gut, die ganzen Entwicklungshilfen sind durch. Guck mal gerade, was das so betrifft. Wir haben immer noch die ganzen ersten Einheiten, aber wir können jetzt mal. Wir haben jetzt das sechste Rennen durch. Wir packen jetzt schon mal rein. Also, wir haben eh nur 2 bis 3 Einheiten. Also, hier Verbrennungsmotor. Da können wir ruhig eine zweite reinsetzen. Ja. Wir müssen eh irgendwann mal. Motor mal rein. Nehmen wir gerade auf, ja. Dann setzen wir das auf jeden Fall mal rein. So. FED-Baum. Was hältst du hiervon? Na, ich will mehr auf die Spezialfähigkeit des Autos gehen. Ich bin. Hallo, Kompetenz und Bundeswehr, der Verstation, das hat bei weitere 30% erhöht. Super, dann haben wir das nämlich auch durch. Gut, da gehen wir jetzt rein. In das erste freie Training hier aus Monaco. Der Grand Prix von Monaco steht an und wir starten das Wochenende mit dem heutigen freien Training. Das ist nicht gerade die einfachste Strecke. Für die Teams bietet die Session also wertvolle Zeit und die gilt es zu nutzen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Ja, auf jeden Fall. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Ja, in Monaco sollte man auf jeden Fall so weit vorne wie möglich starten, ansonsten ist das extrem schwierig, diesen Grand Prix hier zu gewinnen. Wir wollen natürlich vorne wieder in die erste Reihe, aber das... So, dann gehen wir mal rauf auf die Strecke. Wir brauchen hier gerade eine freie Strecke. Wie gesagt, das Qualifying wird ja komplett verregnet. Aber wir fahren trotzdem ein trockenes Setup im... Nächste Woche geht es ja nach Kanada. Da war man natürlich der nächste Sieg. Das ist meine Lieblingsstrecke. Verstappen. Da hätte ich gar nichts zu suchen gehabt in dieser Ecke. Schon das Wetter hier an der Côte d'Azur in Monaco. Wir wollen natürlich die Strecke, die ja keine permanente Rennstrecke ist, sondern extra für diesen Grand Prix. Ich habe einige Wochen, ich weiß gar nicht wie viel, 8 Wochen voraus oder so, fangen die glaube ich an, oder 3 Monate, fangen die an, die Strecke aufzubauen. Weil diese Strecke wird tatsächlich echt von Autos benutzt. Mein bester Freund war zum Beispiel hier. Hat mir schon Fotos geschickt, der war hier auch zum Beispiel an dieser Stelle. Wenn es hier jetzt in diesen Tunnel reingeht, dann
In Richtung Hafen dann irgendwann. Eine Strecke auf jeden Fall, die volle Konzentration zu 100% erfordert. Denn jeder kleine Fehler bedeutet Flügelschaden oder sonst irgendwas. Hoffentlich kommen wir hier ohne Probleme durch. Bin ich ganz leicht hinten mit dem Heck dran gekommen gerade. Das sollte man tunlichst vermeiden. Erste Bestzeit. Wobei ich tatsächlich auch das ERS noch nicht umgestellt habe. Fällt mir gerade ein. Ich hatte das die Spritmenge und das ERS. Neuer Motor ist ja drin im Auto. Und dann hier diese berühmte Löwskurve, die engste Kurve des Formel 1 Rennkalenders, wie schon eingangs erwähnt. Hier braucht man eine spezielle Zahnstange, um diese Kurve überhaupt zu schaffen. Ansonsten ist es schlichtweg nicht möglich. Weil der McLaren nun mittlerweile echt gut liegt. Also wenn wir hier wirklich den nächsten Sieg holen, wir machen schon einen Riesenschritt Richtung Weltmeistertitel. Und der nächste, der unsere Zeit erstmal packt, ist Nico Hülkenberg, die 1:16.443. Die muss aber jetzt irgendwann mal fallen. Das müssen wir auf jeden Fall holen. Ich weiß gar nicht, was die Zeit ist vom Hülkenberg war, zweiter Sektor und Violett. Nach dem ersten Sektor rot, aber da war wie gesagt noch nicht umgestellt. Ist das gut? So, mal gucken, ob es jetzt noch eine. Naja, 15,9. Aber die knacken wir locker. 14,7, 1,2 Sekunden vor dem Renault. So, jetzt geht's nochmal in eine. Alle Runde, drei Runden sollten der Monaco auch reichen hier. Vor uns ist ein Haas. Ich weiß aber gar nicht, welcher von denen jetzt unterwegs ist. Das war auch beim Haas-Team gab es ja viele Wechsel. Ist es Grosjean oder ist es Kimi Räikkönen? Es ist Grosjean. Und das ist halt das Problem auch in Monaco, weil man kommt einfach schlichtweg selbst. Aber wenn man schneller ist an einem Auto, was vor einem sein. Was dann theoretisch vor einem ist, nicht vorbei. Ja, gut, das war jetzt meine eigene Schuld. Da musste ich die Tür aufmachen und bin dann reingefahren. Okay, das war diesmal meine eigene. Bisschen. Im Hafen ist es auch vor allen Dingen sehr, sehr schwer zu überholen. Aber noch hält der Haas nicht auf. Das heißt, es wird eine neue Bestzeit geben. Ja, perfekt. Zurück in die Garage. Sehr schön. Die Zeit hat nochmal gesessen. Aber gut, fast eine halbe Sekunde nochmal dazu gepackt. Also, das sollte eigentlich reichen, um wirklich mit der Freude dabei zu sein, liebe Leute. Herr Hamilton wäre doch soft. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Hamilton, Richter und Nico Hülkenberg. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Jo, wir sind Zweiter, Hamilton vorne, allerdings wie gesagt auf Soft, dann wir und dann Nico Hülkenberg, der ja in der nächsten Saison keinen Platz bekommt im Renault. Dafür fährt er jetzt Ocon. Gut, das war das erste freie Training. Wir sind gut dabei auf jeden Fall.
Und jetzt geht's rein in Tier 2. Na dann auf. Krass, dass ein Hamilton schon um wirklich nur 300 vor uns zu sein, vor uns sein muss. Da wieder fährt er auf Soft für. So, da sind wir wieder im Auto. Und da ich jetzt Soft fahren will. Dass wir hier schon auf eine schnelle Runde gehen können. Ich bin guter Dinge, dass wir auch hier gewinnen sollten. Aber das muss. Aber Monaco ist halt speziell, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil morgen im Qualifying mit dem Regen, die Karten neu gemischt haben. Mit trockener Strecke würde ich, wäre ich so überzeugt, dass wir die Pole. Im Regen weiß ich das halt, wie gesagt, noch nicht. Erste Zwischenzeit haben wir auf jeden Fall gefahren. Und zwar mit direkten 12,5. Also wir sind wieder mit der Zeit auf jeden Fall gut dabei vorne. Das ist das Problem dieser Hafenschikane. Eine Runde versuche ich noch.
Zur ersten Schikane kriege ich es hin, aber die zweite. Und danach verliere ich es. Okay. So. Der Abstand ist groß. Das wird eigentlich locker, sollte locker reichen, um hier vorne wegzufahren. Sainz aber auf 3, mein Teamkollege. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Verstappen und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So. Ja, vorneweg auf jeden Fall 1 und 4, die bei McLaren. Das war Training Nummer 2 auch. Jetzt geht's dann ins dritte Freitraining. So, gut, dann können wir direkt reingehen. Ah, es regnet jetzt schon. Okay. Da regnet jetzt sogar schon. Mal gucken. Also wie gesagt, wir haben ein verregnetes dritte Training und ein verregnetes Qualifying. Also der Samstag auf jeden Fall. Hier ist hier komplett in Monaco verregnet. Dritte Freitraining. Findet ihr eigentlich generell Samstag statt. Weil das Freitraining 1 und 2 findet ja donnerstags statt. So, mal gucken, ob wir es auch im Regen hier in Monaco hinbekommen, eine gute Zeit zu setzen. Vor allem dann auch im Hinblick auf morgen. Weil morgens ja quasi dann ein komplett verregeltes Qualifying hier. So. Naja, jetzt gibt es wieder den Flug ist beschädigt. Ja, schön, ich sehe es auch. So. Oh, leck mich doch am Arsch.
Und zwar wirklich der gleiche Ding. Ich glaube, es vermute, dass es, weil es im Tunnel trocken ist und wir hier das haben, dass das Auto sich deswegen verabschiedet hat. Von der Rundenzahl wird das Rennen mit einer der längsten. Ich habe mit am Ende 20 Runden oder 19 Runden. Die erste Bestzeit an 27.1. Die Frage ist, wie viel ist die Zeit wert? Wie viel fahren raus? Wie viel bleiben? Wie trocken wird die Strecke? Am Ende noch vielleicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Perfekt, diesmal klappt's. Oder auch nicht, weil jedes Mal. Diese Reifen waren dann ungültig. Ja, dann gehen wir halt zurück in die Garage, dann lass es halt so sein. Wenn er dann meint, das ist so gut. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ich vermute, dass es beim Regen bleibt, aber das heißt es. Ne, oder nicht. Wir können mal auf Soft fahren. Wir holen die Sonne auf Platz 1. Ich hab keine Softreifen mehr. Ich muss auf die Mediums gehen. Ich muss eigentlich auf die Mediums gehen. Das ist scheiße. Schade, ich hatte gedacht, ich könnte mal noch mal eine Runde auf Soft setzen. Ich habe einen neuen Engine drin, Alter. Und hat auch P16. Hey, komm, ey, das ist, oh, leg mich doch.
Norris und Williams auf 1. Oh, da will ich noch was dagegen haben. Warum nehmen wir gerade 11 Sekunden Vorsprung, seid ihr da trotzdem eine 16er Zeit? Weil die habe ich ja geschafft ohne Probleme. Training beendet, die Zeit haben wir geschafft. Die Frage ist, wer jetzt nochmal, ob jetzt einer eine Zeit setzen kann. Ricciardo 5 im Alpha. Langes drittes freies Training, liebe Leute. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Verstappen und Daniel Ricciardo. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ich meine, es ist doch deutlich, 1,2 Sekunden, das ist eine verdammt starke Zeit. Gut, das war's mit dem freien Training. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Monaco. Bis dahin und tschüss.